So, wir sind jetzt hier auch beim Pop-Up angelangt. Ich dachte einfach, ich filme noch ein bisschen was ab, für, ja, dass jeder mal sieht, was hier für Stuff hängt, welche Leute da sind. Und ich würde einfach mal hier durch den kompletten Pop-Up gehen. Ist noch relativ ruhig und ja, sag ich mal, ja, wir haben erst eröffnet, mehr oder weniger heute. Deswegen dachte ich, ich gebe euch eine kleine Tour. Jetzt ist es noch ruhiger, dann kann man ein paar Eindrücke gewinnen. Und ja, wir würden direkt zum ersten Rack kommen. Ja, also wir würden einfach mit One Rack abends anfangen und dann später zu den Kollaborationen weitergehen. Also das hier ist mein persönlicher Rack. Ich habe nicht besonders viele Pieces mehr übrig, aber jetzt von denen, die hier auf jeden Fall sind, meistens alle schwarz, wenn man mich halt kennt, würde ich tatsächlich die weißen Blazer von Trisfunk nehmen aus der Spring Summer 20 Kollektion. Der ist halt extrem schön, kannst du gut im Sommer tragen, kommt natürlich auf jedem Hauttyp sehr, sehr schön. Und das ist für mich mein Lieblingspiece. Da kann eigentlich auch direkt Tim weitermachen. Mit seinem Rack. Das ist in der Mitte steht. By the way, noch ganz kurz, bevor Tim anfängt, auch nochmal ein dickes Dankeschön an Julius von Runway Garments, der sich komplett um die Organisation und, sag ich mal, alles rundherum mit gekümmert hat. Oder eigentlich, ja, sag ich mal, die Hauptperson war, die sich darum gekümmert hat. Deswegen. Ja, schön, dass du da bist. Gut, dass ich dabei sein darf. So das erste Mal auch direkt. Ja, sag ich mal, bei einem größeren Pop-Up. Vielleicht auch, wie gesagt, kommend dann eventuell in Deutschland. Mal schauen, was sich ergibt. Genau, jetzt übergebe ich das Wort. Voll genau. Also P2 und der Tisch, das sind so meine Racks von mir, meiner Freundin und Robert ist auch noch bei Runway Garments dabei. Genau, also ich würde sagen, bei mir zum Beispiel wäre das hier die Jacke, die ist aus der Spring Summer 20 Kollektion, finde ich echt schön. Ist leider ein Ticken zu groß, also nur minimal, deswegen verkaufe ich sie. Dann noch auch was ganz, ganz cooles, ist halt von Dries das ganze Set. Das habe ich by the way von den Vertical Rack Series, die auch gegen uns verkaufen. Und wahrscheinlich so mit das krasseste bzw. auch das teuerste von uns wäre der ERD Zeigerin von Robert. Also der ist halt mega krass. Übel schwer, vor den schönen, ja, ich würde sagen, so ein Rostton, oder? Ja, genau, würde ich mal sagen. Ja, also der ist auf jeden Fall echt geil. Genau. Dann eigentlich schon weiter. Leo ist jetzt leider noch nicht da. Vielleicht kommt er später noch vorbei. Die Sachen von Yara, ich denke, Julius ist da auch ein bisschen into. Der kann eventuell da ein bisschen was zu sagen. Ja, die Weste habe ich mir tatsächlich geordert. In weiß, beziehungsweise so creme. Ist gerade in Produktion, also kommt auch noch. Ist halt, ja, sag ich mal, eine ärmellose Weste aus komplett Leder. Mit einem Sidelining, so wie man es eigentlich von den meisten Brands kennt. Dann die Pocket Bomber mit der riesigen Pocket auf dem Rücken. Und ja, genau. Dann auch, glaube ich, hier das Laser Cut Shirt. Auch ein sehr nices Piece. Und der allbekannte Zip-Up mit dem Yara Logo hinten auf dem Rücken. Und genau hier nochmal eine Cargo-Version, auch mit Pockets. Und ja, jetzt habe ich Julius das Wort genommen. Ja, alles gut. Ich würde auch gerne zu den Yara-Sachen sagen, dass wir tatsächlich die Sachen als allerersten Stockist haben. Das heißt, wir sind in dem Sinne der allererste Panzer für Yara und haben halt das Glück, dass es endlich exclusive ist. Leo hat uns extra die neuen Sachen aus der neuen Kollektion bereitgestellt und die dürfen wir hier auch präsentieren und verkaufen. Und ich würde tatsächlich auch mit der zweiten Kollaboration weitermachen, die mir auch sehr, sehr wichtig ist, weil es halt eigentlich so gut einer meiner besten Freunde ist. Und man merkt schon, meine Stimme ist so gut wie tot. So wenig Schlaf, viele Gespräche. Aber ich bin weiter mal mit Kobos, einer meiner besten Freunde. Und er ist halt, in dem Sinne kann man schon sagen, Modedesigner. Wurde auch mehrmals in Fernsehreportagen oder Magazinen gefeatured. Und das sind hier unter anderem seine Ausstellungsstücke, also diese Felljacke. Also sehr schwer, so ein Double in der Hand. Ja, ich hatte sie gestern schon in der Hand und übrigens ist kein echtes Fell für die Leute, die dann sagen, sie ja, finden es gar nicht gut. Und by the way, eine Weste, die hängt jetzt leider hier nicht, aber ja, in meinen Augen absolutes Favorite Piece, sehr, sehr nice. Hier hängen auch noch ein paar Sachen von ihm. Genau, das war die aus der letzten Kollektion, die ich auch geshootet habe für Lukas. Die wurde im Kalt-Magazin veröffentlicht. Und wird jetzt auch demnächst, vielleicht wenn das Video rauskommt, in der Vanille Issue gefischt sein. Und es war tatsächlich hier in der Kollektion der Lukas, der kommt eigentlich aus der Schweiz. Und das sind halt die Koordinaten aus seiner Heimat. Und es ging halt bei dem Projekt darum, die Heimat mit seiner Kleidung, also mit seiner Identität zu verknüpfen.
Ich bin der Meinung, dass er das sehr gut gemacht hat. Auch sehr intensive Kunst, die er reingesteckt hat und vor allem sehr viel Arbeit. Ja, Schnittkunst ist halt also so Number One. Ich hatte ihm auch gestern Props gegeben. Also selten inhand so krasse Sachen gesehen, die jetzt, sage ich mal, von einem kommen, der jetzt, sage ich mal, nicht so groß bekannt ist, beziehungsweise der noch dabei ist, sich so sein eigenes Ding aufzubauen. Wie gesagt, wenn ich ein Video oder ein Bild von der Weste finde, die hängt jetzt hier leider nicht, dann blende ich das auf jeden Fall ein. Wie gesagt, einer meiner absoluten Favorite Pieces, die ich seit langem inhand hatte. Und das hier war tatsächlich mal ein persönliches Projekt für Lukas. Eine Weste, das Besondere an dir ist, Leaks kennst du aber nicht von den Leaks. Und natürlich hat er hier diesen Plissé-Stoff, der auch etwas empfindlich ist, aber tatsächlich sogar ein Givenchy-Stoff ist. Und das Besondere an der Weste ist, dass du den halt versatil tragen kannst, ist natürlich abgeschnitten, also cropped, sodass das Layering vorne liegt. Und das ist auch unser schönes Piece, was du eigentlich zu jeder Jahreszeit tragen kannst. Und das Layer auch einfach ohne etwas drunter zu tragen. Und dann kommen wir eigentlich auch zu der letzten Sache von Lukas, nämlich die Keychains. Ich trage tatsächlich meine jeden Tag. Ich habe nicht rumgeswitcht auf meine Android Exclusive. Davor hatte ich noch eine andere. Und die habe ich wirklich jeden Tag getragen. Du siehst keine Abnutzungsspuren. Die sind halt auch qualitativ top notch. Und die kann man die tatsächlich auch erwerben. Und auch bald bei uns bei Runway Gardens auch als ersten Stock ist die Miera. Ich bin auch sehr stolz drauf. Und da sieht man einmal auf der linken Seite Milch aus dem Magazin-Shooting. Das hat Lukas ganz gut gefallen, das Bild. Auch seine Visitenkarte. Und auf der anderen Seite sieht man auch seine Instagram-Tags, einmal sein persönlicher Main und einmal sein Portfolio in dem Sinne. Noch ganz kurz, bevor wir weitergehen, einmal noch überhaupt, wer da ist, das hängt leider auf der anderen Seite. Aber hier für die Leute, oder hier eigentlich auch. Also das ist unser Programm von Runway Garments, Vertical Race, der Musel von mir und 6-5 Garments. Wir gehen einfach mal weiter. Ich hole mal ein paar Leute ab, die, sage ich mal, hier aufstellen. Die werden dann auch immer wieder mal was zu den Pieces sagen. Genau. Hier geht es eigentlich schon weiter. Wie gesagt, hier waren wir eigentlich schon die ganze Zeit. Ja, eigentlich schon zu meinen Sachen. Ich habe, oder bin hier besser gesagt, im Raum mit Modernusel. Enno wird sich auch gleich selber noch vorstellen, ein paar Pieces zeigen. Cedric von 6-5 Garments leider nicht. Der kommt erst später, aber vielleicht greifen wir das dann auch nochmal ein. Wenn nicht, dann zeige ich so meine Favorite Pieces. Ich habe eigentlich eine gemischte Auswahl. Habe hier zwei Dior Strips, Gucci Scribble, Vetements, Ultra Fee Balenciaga noch, Saint Laurent Jeans, auch noch alte von mir, also eigentlich gemischt. Hier noch eine Leaks Bag, ja, Balenciaga Blazer finde ich super nice, habe ich leider nicht behalten, weil er mir, oder ja, würde ich hergeben, weil er mir leider ein Ticken zu groß ist. Die altbekannte Teddy in Rot, auch einer meiner absoluten Favorite Pieces immer noch, aber ja. Ich bin nicht mehr dann ganz so in der SLP-Wave, aber Julius und Tim meinten auch schon, dass es mal wieder Zeit wird. Ja, eigentlich eine pure Vielfalt. Hier nochmal eine CCP-Westbag, die ich jetzt von Chris mitgenommen habe. In meinen Augen einer der stärksten Pieces hier auch auf dem Pop-Up, in meinen Augen. Ja, hier noch drei Goodie-Bags, einen schwarz, eine weiß-wild-leder und ja, eine größere Bag, die man umhängen kann. Und ja, hier zu meinen Schuhen. Einer wird gerade anprobiert von den Dirk Bickenbergs, aber ja, ist jetzt, sage ich mal, in der letzten Zeit auch bei dem mit dem Metal hier krass durch die Decke gegangen und findet, sage ich mal, viel Anklang. Habe eigentlich eine große Vielfalt, sage ich mal, an Schuhen. Habe das provisorisch hier so ein bisschen versucht zu regeln, dass ja den Schuhen nichts passiert. Genau. Dann hier eigentlich noch zu Gürteln, zwei MAC Crossbelts, zwei AV Murakami, ein Dior Rollercoaster, ein Alix Rollercoaster und hier hinten in der Ecke noch zwei Bottega Bags, also zwei Pellets. Und genau, dann würde ich eigentlich auch schon das Wort an Enno übergeben. Ja, guten Morgen auch von mir. das ist so meine Area, die ich mir mit dem guten Herrn hier teile. Fangen wir an. Da wir in Antwerpen sind, muss auch ein bisschen Haider represented werden. Die OG Velour Bomber. Auch einmal in schwarz vorhanden. Somit die einzige in Europa,
würde ich sagen. Und ich glaube, viele wissen auch gar nicht, dass es die tatsächlich in schwarz gibt, weil die, wie gesagt, ultra rare ist. Deswegen auf jeden Fall ein Piece, wenn man mal hier vorbeikommt, dass man sich auf jeden Fall mal angucken könnte, wenn man, sage ich mal, daran interessiert ist, weil man ja eigentlich nur die OG-Version in der Farbe kennt und nicht die schwarze auf dem Schirm hat. Wurde auch gestern fleißig anprobiert, also auch auf jeden Fall ein Highlight meines Kleiderschrankes bzw. dieses Pop-Ups hier. Ja, sonst auch noch relativ viel Heide Ackermann, zum Beispiel aus der Zusammenarbeit mit Timothy Chamalé und ja, für Heide Ackermann die bekannten Velour-Teile, hier der Heide Ackermann Kimono, auch ein schönes Teil von Kanye auf der Met Gala, meine ich, getragen worden und ja. Alle Sachen natürlich auch online verfügbar für die Zuschauer und ja, ich freue mich, dass ihr hier zuschaut oder uns hier beim Pop-Up besucht habt. Also ich bin Cedric von Six Five Garments und ich kann euch mal kurz zwei, drei Lieblingspieces von mir zeigen aus meiner Ecke, von meinem Store. Wenn ich jetzt überlegen müsste, ich glaube, ich habe in anderen Videos schon vier Lieblingspieces gezeigt, aber ich wechsle jetzt mal meine Lieblingspieces heute, weil heute neuer Tag, neue Lieblingspieces. Ich glaube im Set, trotzdem immer noch Icon, die Poem Jeans, Springsommer 2002, ups, 2002, Junior und Comme des Garçons und zusammen das T-Shirt dazu. Das ist, glaube ich, eines meiner Lieblings-Kombos hier, abgesehen von den Sachen, die ich jetzt schon gezeigt habe. Ansonsten auch Peter Dow von Fall Winter 21. Coated und burnt, schimpft die sich, es ist nicht wirklich angebrannt, aber schimpft sich zumindest burnt. Das ist eigentlich eines meiner Lieblingshosen im Store. Zusammen mit, dann könnt ihr mich gerade entscheiden, der Rick Spring Summer 2018. Ah, die ist hart. Nur eine Overpants, durchsichtig. Aber auch der Stoff allein ist einmalig, dass man das im Video erkennen kann. Mhm. Also das ist wirklich Fabrics von einem anderen Planeten. Ganz, ganz crazy. Jetzt den Jacken. Auch eine wunderschöne Jacke, die ich stolz bin, die zu haben. Die, ich glaube, es war das Springsommer 2000 gewesen sein von Helmut. Die Eskimo. Bondage Eskimo. Fleece. Eigentlich so mit. Neben den Walter von Windows und eines der schönsten Sachen, die ich aktuell habe. Definitiv. Ja, ansonsten. Falls ihr mich sucht, ihr wisst, wo ihr mich findet. 612garments.de, Instagram 612garments, woanders bin ich noch nicht vertreten. So, dann eigentlich auch schon weiter. Wir haben zum Glück Sponsoring von Jägermeister und Red Bull. Die Bar ist noch closed, wir haben erst aufgemacht. Hier auch nochmal Red Bull, also nochmal Shoutouts an die Jungs. Also wie gesagt, nochmal ein dickes Shoutout an euch, dass es zustande kam und dass ihr mit dabei sein durfte. Ich dachte, ich filme einfach mal ein bisschen rum, zeig so die Top-Pieces oder Lieblings-Pieces, dass ihr kurz was dazu sagt, dass man sieht, was die Auswahl ist. Echt? Genau. Also, das hier ist unser Space, der Vertical Rack Space. Wir haben natürlich alles, was wir haben. Aus dem Online-Shop haben wir hier am Start. Pants, Shirts, Jackets. Ich kann einfach mal ein paar It-Pieces zeigen. Hier haben wir einmal die Iconic Magella H&M Lederjacke. Aus der Collab, kennen denke ich die meisten, wurden auch schon von vielen Celebrities getragen, wie Ian Thug oder Rayadi. Genau, hier haben wir auch noch ein cooles Piece, das ist ein Magella Coat, ist aus der Fall Winter 19, wenn ich mich recht erinnere. Ist wirklich ein super schweres Ding, hat auch einen mega hohen Retailpreis, war auch auf der Runway Show zu sehen. Genau, hält den super warm für den Winter. Sonst Rick Owens Lederjacke. Hier ist das ist ein Spring Summer 21. Die Flagged High Quality Material Zipper. Standout. Dann haben wir aber auch noch einige Pieces von Kiko Castarino, ein paar Blazer aus unterschiedlichen Seasons. Sogar noch den Haidu Blazer haben wir auch noch. Zwei Sizes. Genau, aber auch Footwear, einiges am Start,
geht eher so in Richtung Derby oder Loafer, wie beispielsweise hier der Raf Simmons Loafer von Fall Winter 2017. Hat hier so ein Embroidery Detail und auch eine wunderschöne Square Toe Shape. Habe ich auch selber und habe auch noch einmal hier im Online-Shop oder hier in Antwerpen beim Pop-Up. So, dann eigentlich auch noch zu Eti, einer der Boys, der ebenfalls hier am Start ist, jetzt nicht nur mit, sag ich mal, Kleidung vertreten, sondern auch mit Schmuck. Ich würde einfach mal dich zum Wort kommen lassen und kannst dir ja vielleicht zu dem einen oder anderen Piece vielleicht was erzählen. Genau. Also hier haben wir einmal verschiedene Ringe, die von Besteck, aus Besteck gemacht sind, also teilweise hier von Gabeln oder Löffeln. Und ansonsten habe ich hier Ketten, ich habe verschiedene Pendants und sehr unique Ringe auf jeden Fall. Mit verschiedenen Edelsteinen. Hier sind zum Beispiel Rubine, Aquamarine und Smaragd verarbeitet. Und ja, vieler uniker Stuff. Ich hatte gestern auch schon zu ihm gesagt, diese Ringe hier vor allem, finde ich ultra nice. Und die ebenfalls ist leider nicht einer meiner Sizes, aber ja, auf jeden Fall ein Piece, was man sich als, ja, sag ich mal, uniken Ring auf jeden Fall holen kann. Und jetzt noch am Rande würden wir sehr gerne die Gelegenheit nutzen, da wir das halt zusammen gemacht haben, in Partnerschaft zu Rosary Rex und Runway Garments. Und wir wollten uns mal ganz herzlich bei Red Bull, Red Bull Belgien bedanken. Bei Jägermeister. Und vor allem auch Jägermeister Deutschland. Und zwar den Kontakt mit Jägermeister Belgien gerade, aber Jägermeister Deutschland hat alles in die Wege geleitet. Deswegen vielen, vielen lieben Dank. Die Leute sind sehr glücklich drüber. Und dass man zum Beispiel Red Bull nicht nur Sport-Events hat, sondern auch einen Lifestyle, dass es langsam ankommt. Die Leute haben Spaß, die Leute sind hier. Und es kommen schöne Konversationen zustande und vor allem neue Kontakte. Und das ist auch der Grund, warum wir das hier alles machen. Das ist alles schon klar. Und ja, ich glaube, das war's soweit. Wir sind raus. Disco Party oder was?